Servus alle miteinander, hier ist wieder ich und nicht er. Und wir spielen Banjo-Kazooie. Das letzte Mal haben wir alles abgeschlossen, wir haben alle 900 Noten, wir haben alle 100 Puzzleteile. Wir haben mit Brentilda alles besprochen und jetzt gibt es nur noch eines zu tun, nämlich dieser Hexe, die uns da ständig unterbricht und Sprüche an den Kopf wirft, in den Hintern zu treten. 765 Noten brauchen wir für die Tür hier hinten. Und weil Kazooie jetzt schon so ungeduldig wird, machen wir sie auf. Auf geht's. Das Finale steht an. Der große Endkampf. Das große letzte Duell. Und die Musik wird auf einmal ziemlich happy. Aber auf der Platte ist Tutti drauf und die kommen wir jetzt retten. Also ab auf die Platte. Bringt uns sicher zum Endkampf. Nur habt ihr euch den Endkampf vielleicht etwas anders vorgestellt. Willkommen, Gruntilda ist mein Name. Wir spielen der Bär und die Vogeldame. Da steht der Held, der sich bis zum Quiz gequält. Jetzt geht es einmal noch hoch her. Für die beiden wird es jetzt zu schwer. Wunderschöne Preise locken. Wollt ihr in der Stube hocken oder lieber zocken? Mein kleines Quiz ist wunderbar. Und Tutti bleibt für immer da. Der Weg ist lang und schwer. Euer Pech erfreut mich sehr. Bald nimmt ein Lavabad der Bär. Das Bild wird sicher legendär. Nun lauft auf das Brett und drückt A. Dann wird es nett. Bevor wir das tun, gehe ich hier nach hinten und aktiviere den Kessel hier. Einfach nur, um es noch ein bisschen hinauszuzögern. Das hier ist Gruntildas Quiz. Unser Job ist es, über, naja, nicht alle, aber den besten Weg zu finden, um zu ihr nach vorne zu kommen und um Tutti zu retten. Ja, es sind verschiedene Herausforderungen, aber wozu lang reden, ich kann es euch ja zeigen. Das hier ist allgemeines Trivia. Wir sind nicht vor Gericht, doch was findet man im Keller von Mad Monster Menschen nicht? Oder Federn, Puzzleteil oder Jinjo? Ich war mir jetzt nicht sicher. Ja, das war allgemeines Trivia. Dieses Auge wird euch wahrscheinlich schon erahnen lassen, was uns hier erwartet. Wenn du kein ganz Dummer bist, dann sag mir, wo das hier ist. Ja, ein kleines Bild. Ich weiß natürlich, wo das steht. Pick a good Treasure Trove Cove, Mamas Mann. Das ist Treasure Trove Cove. Ja, ich werde jetzt Gruntilda nicht die ganze Zeit in ihrer Stimme sprechen, weil schon langsam tut mir der Hals jetzt schon weh. Die Energie hier lasse ich auch liegen. Was es uns vereinfachen kann, ist, es gibt hier hinten, man sieht es jetzt nicht so eindeutig, Jokerfelder, wo man sich zwei Joker holen kann, um Bretter zu, um Felder, nicht das ganze Brett, sondern Felder zu überspringen und das werde ich dann auch machen. Denn es gibt Eige wirklich böse. In Clankers Cavern, die Frage kommt wieder, die Kette des Wals hat wie viel... Das ist doch jetzt ein Scherz. Ha, okay. Meistens ist die Antwort immer 8. Eine musikalische Frage. Da muss ich jetzt mein Ohr an den Lautsprecher meines Computers halten, weil mein Fernseher ist stumm. Welche Aktion der freche Vogel bringt, wenn diese Melodie erklingt? Ja, unverkennbar. Gummistiefellauf, Flügelparade, Superknutscher. Ja, natürlich. Gummistiefellauf, natürlich. So, das Schwierige ist, man weiß nicht, was bei einem Joker für eine Frage wartet. Hoffentlich was Einfaches. Auf Mumbus Mountain stehen Hütten aus Stroh. Wie viele waren es denn so? Ich glaube, es waren 6. Ja, sehr gut. Das heißt, ich habe jetzt 2 Joker-Karten.
Wenn ich B auf einem Feld drücke, dann kann ich ihn verwenden, aber ich werde sie natürlich nicht für die einfachen Sachen verwenden, sondern für Felder, zu denen wir noch kommen. Hinten ist auch noch ein Jokerfeld, da will ich auch noch hin. So, wieder was Visuelles. Wenn du kein ganz Dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Es ist eine Brücke. Das kann nur Click-Clockwood sein. Dachte ich mir doch. Puh, Trivia. Im Click-Clockwood wächst die Eiche wunderbar. Nur welche Aussage ist wahr? Die Blätter sind im Sommer am größten, das Eichhörnchen ist im Winter immer draußen, das Gras ist im Herbst am höchsten. Welche Aussage ist wahr? Die Blätter sind im Sommer am größten. So, eines dieser Felder. Diese Felder sind Challenges von Minispielen, die wir schon absolviert haben. Man weiß nie, welches es ist. Normalerweise will ich es eigentlich überspringen, aber ich möchte meinen Joker nicht einfach so verschwenden. Denn es gibt noch andere Felder, für die ich sie nicht gebraucht habe. Deswegen schaue ich mir mal an, was es ist. Oh. Ja, ich hoffe, ihr habt die Goldfedern aufgestockt, bevor ihr hergekommen seid. Das ist noch das Einfachste. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und das war's. Damit haben wir einen Joker eingespart. Das hier sind Gruntilda-Fragen und genau deswegen muss man mit Brentilda reden, denn sonst weiß man nicht, was die Antwort ist. Meine Klamotten, es ist nicht schwer, wo habe ich sie wohl her? Aus dem Hexendiscounter. Übrigens, die anderen zwei Antwortmöglichkeiten sind die anderen Antworten aus anderen Spielständen. Als nächstes haben wir dieses Feld, Totenkopf. Wenn wir eine falsche Antwort geben, fliegen wir sofort in die Lava und dürfen nochmal von vorne anfangen. Deswegen hier der erste Joker. Rate schnell und sei nicht bang, wer gibt von sich diesen Klang? Unser Furzvogel. Philefitz die Eule, Beery der Buzzard, Eerie der Adler. Ja, und ich zeige euch ja eh schon, welchen Weg ich eigentlich immer gehe. Ich finde es so einfach eigentlich am einfachsten. Man muss natürlich auch Glück haben bei den Joker-Fragen, aber ansonsten ist das eigentlich der beste Weg. Trivia. Im Bubble Club Swamp, das Ei. Was war nicht darin, als es brach in zwei? Ein kleineres Ei, ein Puzzleteil, ein Extra-Leben. Das war nämlich oben auf. Jo. Visuell. Wenn du kein ganz Dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Jetzt habe ich kurz nachdenken müssen, aber das ist in Treasure Trove Cove in der Sandburg. Ja, gut. Tilda Trivia. Nun lass erklingen aus deinem Mund. Auf welchem Namen hörte mein Hund? Lassie Waldi Ripper. Waldi. Ja, und solange ihr voll Energie habt, würde ich die Honigwaben stehen lassen. So, Joker-Frage bitte. In Freeze Easy Peak, das Slalom-Rennen, den Weg durch wie viel... Du willst mich doch jetzt auf den Arm nehmen. Oh, habe ich ein Glück gehabt. Das war reingeraten jetzt. Das war jetzt wirklich nur geraten. Oh. Okay, jetzt überlege ich mal. Ich habe drei Joker. Die brauche ich für die zwei Totenköpfe da hinten auf jeden Fall. Und eine Challenge liegt auch noch vor uns. Das heißt, wir nehmen diesen Weg hier. Wir werden zwar eine Challenge durchmachen müssen, aber bleibt uns nichts anderes übrig. Außer wir holen uns die Joker da hinten noch. Ja, ich glaube, das wird der Weg sein. Rate schnell und sei nicht bang. Wer gibt von sich diesen Klang? Also, so wie ich das Scherenschnappen gehört habe, habe ich gewusst, wer das ist. Nipper die Krabbe, Schnippschnapp die Scherenkrabbe, Flipper der Thunfisch. Diese Antwortmöglichkeiten manchmal.
Ja, aber ihr seht, es ist nicht nur Wissen über das Spiel, sondern auch Taktik. Und ich habe einfach diesen Weg am liebsten. Der ist am einfachsten. Rate schnell und sei nicht bang, wer gibt von sich diesen Klang? Boah, ich habe jetzt fast nichts gehört. Henker der Hai, Klenker der Wal, Banker der Geld. Banker ist wirklich gut, ja. Banker der Geldhai. Warum ist das keine Figur in Ukulele? Okay, schauen wir uns mal an, was die Challenge ist. Nein! Okay. Gelb, lila, hellblau, gelb, hellblau, mag ich euch nochmal gelb, ja und rosa, rosa. Oh, puh, ich hasse Denkrätsel, oder wo sagen wir, was merken muss. Okay, ich habe jetzt noch 3 Joker. Okay, das genügt. Dann brauche ich nicht noch den Umweg zum anderen Joker machen. Auf dem Mumbo-Schädel. Ja, wie viele Federn waren da? 3, oder? Okay. Visuell, wenn du kein ganz Dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Doch Mad Monster Mansion, oder? Der Durchgang für den Kürbis. Monster in Clankers Cavern, Rusty Bugbear. In Rusty Bugbear gibt es nicht mal einen Mumbo-Schädel, in Clankers Cavern auch nicht. Also kann es nur Mad Monster Mansion sein. So, jetzt 2-mal über unsere beste Freundin. Es ist wie verhext, was in meinem Blumentopf so wächst. Die Giftdornenrose. Obwohl der Klubschaugenbaum auch interessant klingt. Andere schlafen im Bett, wo finde ich es nachts denn nett? In einem Nagelbett, in einem Schweinestall, in einer Mülltonne. Wir sind bald dort. Welchen Gegenstand musst du vom Boden heben, um diesen Ton zu erleben? Musikinstrument, blaue Eier, Musiknoten. Blaue Eier. Soll ich mal nachsehen, was die Challenge ist? Ich mach es mal. Oh, Banjo-Kazooie rückwärts schreiben. Ja, den Namen dieses Spiels rückwärts schreiben, da wirst du auf der Strecke bleiben. So, dann brauchen wir mal als erstes das E. E, I, Doppel-O. Und noch ein zweites Ja. Z. Ja, falls es ganz schwierig für euch ist, da hinten steht es ja nochmal. Zum Anschauen. O. J. Wo ist das J? Da hinten. N. A. Es gibt doch schwierigere Challenges. Zack. Ich habe eigentlich noch recht einfach erwischt. Was quillt, oh Graus, aus Gobis Pyramide in Gobis Valley heraus? Sand, Wasser, eine Horde Mumien. Wasser. Der Totenschädel kann mir mal gestohlen bleiben. So, die letzte Frage, die wir beantworten. Hexenspezial ist nach mir ganz wild. Was mache ich auf dem Titelbild? Danke. Der Naseboy in Unterhund posiert kleine Kinder verprügeln. Das Spiel liebt diese Antwort, sonst würde es uns nicht danach fragen. Das war wirklich die perfekte letzte Frage, Grundhilda. Denn diesen Totenkopf lassen wir aus. Und ja, ich bin schon mal am letzten Totenkopf gescheitert. Mir langsam hier das Unheil schwant. Das hatte ich nicht eingeplant. Ich strebte nur nach dem Gewinn.
Nichts anderes hatte ich im Sinn. Doch, dich schön machen, aber bitte. Aus diesen Preisen könnt ihr wählen. Ich werde die Treppe hinauf mich quälen. Mich niemals jemand fangen kann. Schaut euch lieber den doofen Abspann an. Ja, verzieh dich. Und wehe, du machst das nochmal. Kazui, was meinst du? Welchen Preis suchen wir uns aus? Mich. Wie wäre es mit diesem komischen Ding? Wir könnten auch Tutti mitnehmen. Die meine ich doch. Kazui! Benjo, können wir jetzt nach Hause gehen? Ich habe für heute genug Abenteuer erlebt. Klar, lasst uns hier verschwinden. Das ist ein Wort. Credits! Und ein Rollcall aller Charaktere. Ja, das Quiz lief richtig, richtig gut. Ich habe nicht eine falsche Antwort gegeben. Nicht mal die Zeit-Challenge. Es war eine Herausforderung, wirklich. Ich meine, ja, ein bisschen Glück hatte ich, dass die Farben so einfach zu merken waren. Aber ansonsten ist es... ja... richtig gut gelaufen. Vom Let's Play-Fluch bis jetzt keine Spur gewesen. Ich streck mich hier gerade ein bisschen. Wir haben es nämlich tatsächlich geschafft. Wir haben alle Noten, alle Puzzleteile und wir haben Gruntilda in die Flucht geschlagen und Tutti gerettet. Und jetzt wissen wir, wer die ganzen Keyboard-Tapper und Deputy-Keyboard-Tapper sind. Und wie das kleine Äffchen heißt. Ja, Brintilda, danke für die Hilfe. Other Keyboard Tapping. Chief Scribbler. Der Chef Krixler. Krixi-Kraxi-Macher. Cartoony Bits and More Scribbling. Die haben wirklich interessante Jobs bei Rare gehabt. Hat ja keiner mehr einen Job. Scene Crayoner. Okay, ja, Rare existiert noch, aber... so ab und zu einen bösen Gag kann ich mir nicht verkneifen. Denn Rare ist leider nicht mehr das, was sie mal waren. Ja, du. Bin ich froh, dass ich dich so schnell hinter mich gebracht habe. Big Noise Maker, das wäre ein Job für mich. Meine Güte, was hast denn du schon wieder gefressen? Ja, das 101. Puzzleteil hat er da in der Hand, aber er wird's nicht rausrücken. Dieses rassistische Walross. Er hat viel zum Sagen. Naja, oder sagen wir so, er redet viel, aber er hat nicht viel zu sagen. Der durstige Baum. Der ist schon wieder eingegangen, aber von mir kriegt er kein Wasser mehr. Ach, da sehen wir es. Trunker heißt in Wirklichkeit Tom Herzog. Gut zu wissen. Patrick Teehee Taylor. Dann bekommen alle so coole Namen und er. Paper Pushers. Klingt auch interessant. Und eigentlich dachte ich, Gobi wollte in die Lava-Welt, aber gut. Ruby and Toots. Spellbook. Okay. Mozart, Word Swapping. Nepper,
Strange Noisemakers. Das wäre ein noch besserer Job für mich. Oder für Diana. Haha. Ich meine das natürlich nicht böse. Sollte ich eigentlich nicht mal dazu sagen müssen. Egal. Meine Güte, der hat sich schon wieder erwischen lassen. Big Cheese Fangs. Mr. Yamauchi, Mr. Mumbo Jumbo. Haben die alle keinen Vornamen oder wie? Mr. Fukuda. Hallo Naughty. Bean Counting. Wozu müssen die Bohnen zählen? Moving and Shaking. Also haben die nur herumgetanzt oder er nur herumgetanzt oder was? Warum Nabnut hat wieder einen Vorrang? Und hat das Copyright, wie es aussieht. Ja, dann fehlen ja nur noch unsere Helden. Beeilung, ich will nach Hause, Banjo. Es geht nicht schneller. Halt, wir haben eine Karotte ausgelassen. Das wäre erledigt. Ja, das musste noch unbedingt sein. Hey, ihr beiden, lasst uns feiern. Genau, jetzt steigt die Party. Recht habt ihr. Ja. Alles gut, die Hexe wurde in die Flucht geschlagen. Die Schwester gerettet. Unsere Helden sind wieder gut zu Hause angekommen. Bär und Co. bestoben im Mumbo viel geholfen, Hexe zu besiegen. Ja, aber ohne meine coolen Moves hätten sie es nie geschafft. Vorsicht, Freunde. Benjo und ich sind die wahren Helden des Spiels. Ja, was bleibt noch zu sagen? Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Es ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Oh, stimmt. Vielleicht hätten wir Gruntilde auch noch in den Hintern treten sollen. Und ob du Lust hast, auf in den Kampf! So ist es! Beim nächsten Mal.